Wie unglaublich boss-like ist bitte die Laufanimation von Turtok. Heftiger geht's nicht. Und damit willkommen zurück bei Pokémon Let's Go. Wir finden im Gebüsch gleich mal 3 silberne Himbeeren. Und das ist natürlich richtig, richtig geil. Denn Himbeeren hatte ich gar nicht mehr am Start. Glücklicherweise habt ihr mich aber auch darauf hingewiesen, dass wir auf den Routen, die wir aktuell erkunden wollen, ganz zufällig in den Gebüschen jede Menge Beeren finden können. Und wo wir hier gerade sind? Nun, das ist, wie ich schon vermutet hatte, ein neuer Weg hier in Kanto. Denn früher war das hier der Fahrradweg, aber jetzt ist das offensichtlich so ein Spaziergangsweg. Die ganzen Trainer haben ihre Pokémon draußen, so wie wir auch, und die laufen mit denen spazieren. Wie geil! Auf diesem Weg laufen Menschen und Pokémon Seite an Seite. Das ist ja mal richtig nice. Ich finde es zwar schon ein bisschen schade, dass man kein Fahrrad im Spiel benutzen kann, aber auf der anderen Seite, man kann auf so vielen Pokémon reiten, unter anderem auch auf Snobillycat. Da verstehe ich dann schon, dass sich die Entwickler sagen, ja gut, wer braucht denn dann eigentlich noch ein Fahrrad? Ne? Ist dann irgendwie überflüssig und da muss ich ihnen schon recht geben. Genau deshalb ist es so schön, dass sie sich hier für diese Route was Spezielles haben einfallen lassen. Wie ich aber gerade feststelle, wird natürlich auch gekämpft, genauso wie es früher auch war. Nur treffen wir diesmal vermutlich auf nicht so viele Rüpel. Also ihr wisst schon, diese Motorradfahrer und so, ne, die Gangster halt. Sondern auch das genaue Gegenteil. Auf das hübschere Geschlecht. Eine Schönheit haben wir hier vor uns. Und ja, damit sich jetzt auch langsam mal Glutexo weiterentwickelt, lasse ich den ran. Und gegen Ultrigaria kämpfen. Boah, gut, dass Gift früher daneben ging. Das wäre nämlich ein schlechter Einstieg in den ersten Kampf gewesen. Feuerschlag hauen wir raus. Ah, killen aber leider nicht komplett. Glücklicherweise geht auch Stachelspore daneben. Und Ultrigaria wird sich denken, ja, Anzeige ist raus. Krasse Verarsche hier. Aber so ist das Schicksal halt nun mal. Mal treffen die Attacken, mal treffen sie nicht. Ist nicht lange her, da durfte ich 5-mal hintereinander mit einer Paralyse nicht angreifen, also, ne? Weißt du Bescheid. Kämpfst du auch? Ja? Okay, cool. Übrigens merke ich gerade, wie dumm ich eigentlich bin. Man kann doch schon die Pokémon sehen, die sie einsetzen. Oder zumindest eines davon. Vorhin war es Ultrigaria, das Pokémon, mit dem sie spazieren ging, und hier Kokowai. Da darf man sich schon die Frage stellen, warum ich nicht das vorangestellte Pokémon ändere. Denn Wasser-Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon, ja, muss nicht sein, ne? Das muss nicht sein. Sollte ich eventuell beim nächsten Trainer bedenken. Aber auch nur eventuell. Lüll. Und ja, ich sehe schon, das wird nichts. Firetex hat jetzt schon ordentlich KP abgesaugt bekommen. Ein Feuerschlag reicht gegen Kokowai definitiv nicht. Okay, es bekommt die Verbrennung, das ist schon mal nice. Aber Kokowai ist halt nicht nur ein Pflanzen-Pokémon, sondern auch noch ein Psycho-Pokémon. Und aufgrund der Zuneigung überlebt Glutexo. Aber auch nur aufgrund dessen. Bisschen lächerlich, aber ich kann dagegen nichts machen, ihr wisst Bescheid. Das lässt sich nicht abschalten. Ja, da guckst du, ne? Da guckst du, Glutexo. Komm mal lieber zurück. Kriegst ja trotzdem noch EP, die du verdient hast. Trotz allem. Und damit Relaxo mal nicht einpennt, lass ich den gegen den richtig heftigen Gegner antreten. Level 40er Kokowai ist halt schon brutal. Und ich find's klasse, dass die es tatsächlich hinbekommen haben, hier die Levelkurve ansprechend zu gestalten. Ich meine, wir haben jetzt schon die ganze lange Route von Lavandia nach Fuchsania hinter uns und sind immer noch underleveled. Wie geil ist das denn? So, jetzt kriegt aber auch Relaxo Probleme. Das ist ja der Wahnsinn. Dieses Kokowai ist ein absoluter Killer. Aber gut, die Frau ist ja auch eine Ast-Trainerin. Ne? Hm. Da bleibt mir kurz die Spucke weg. Ich glaube, ich greife zu einem Hypertrank.
Der Letzte, der sich in meinem Inventar befindet. Und schau mal, dass ich ein bisschen auf Zeit spiele. Ich meine, dieses Kokowai wird ja früher oder später verbrennen. Wenn es sich jetzt nicht mit Megasauger noch ein paar KP holt, aber nope. Es bleibt weiterhin bei der super starken Psychokinese. Und ich denke, dann sollten wir auch mal auf Erholung gehen. Da ich zuletzt angreife, war der Trank leider vonnöten. Okay, glücklicherweise kein Crit, sonst wäre es das gewesen. So, dann heilen wir uns, während das Kokowai verbrennt. Boah. Anspruchsvolle Kämpfe, aber so wollen wir das haben. Also bis jetzt. Und wir sind ja doch schon mit 2/3 des Games durch. Bin ich mit dem Schwierigkeitsgrad hochzufrieden in diesem Game. Ich weiß natürlich nach wie vor nicht, ob es daran liegt, dass wir, ja, das Spiel etwas ausgefallen spielen mit mehreren Teammitgliedern. Also mehr als 6. Aber von einfach kann hier nicht die Rede sein. Und wenn es einfach ist, dann liegt es an einem selbst, muss man tatsächlich sagen. Ich habe ja in der letzten Folge gefragt, yo Leute, wie ist denn das, wenn man das Spiel nur mit dem Starter durchspielt? Haben einige gemacht, dann soll es wohl super easy sein. Ja, aber dann braucht man sich halt auch nicht wundern. Ne? Es ist jetzt kein Vorwurf an die Leute. Nicht falsch verstehen, es ist jetzt nur analytisch gemeint. Aber ich denke, das wissen die auch selber, die es so gemacht haben, dass es halt nicht unbedingt sinnvoll ist, mit nur einem Starter durchzurennen. Okay, irgendwo ist es auch traurig, dass es überhaupt möglich ist, das stimmt schon. Aber die Starter haben halt, also gerade Evoli, hat ja wirklich auf so viele Moves Zugriff, die übertrieben overpowered sind. Da ist es dann schon klar. Allerdings haben die Leute auch gemeint, also es geht zwar, aber man ist dann so gut wie immer 10 Level drüber, auch beim Finale. Ja, und das macht halt dann keinen Spaß. Ich denke, sinnvoll ist es für die Leute, die schnell mit der Story durch sein wollen und schnell mit Shiny Hunts beschäftigen wollen, weil Breeding gibt's ja hier in dem Spiel, soweit ich weiß nicht. Ja, also für Leute, die schnell mit der Story durch sein wollen, ist es vielleicht okay. Aber ansonsten empfehle ich jedem wirklich mindestens 6 Teammitglieder zu trainieren und dann hat man hier auch seinen Spaß. Und die setzen ja auch tatsächlich geile Pokémon ein. Das ist jetzt kein Hinz und Kunz, keine Laufkundschaft, was wir hier vorgesetzt bekommen. Das sind ja wirklich teils krasse Pokémon. So, und wir probieren jetzt mal eine neue Attacke aus. Sprießbomben haben wir noch nicht eingesetzt. Nur das Clear Frost haben wir bisher gesehen. Oh, wow. Okay, die Attacke hat sogar ein bisschen geleckt. So krass war die Animation. Und dass man halt noch geheilt wird, ne? Das ist so unglaublich heftig. Ist es dann jetzt für jede Runde oder nur für diese eine? Ne, ich glaube, es ist schon fortlaufend dann, ne? Einfach nur krass. Nein, Verbrennung. Was ein Scheiß. So, jetzt noch die spezielle Fee-Attacke von Evoli. Auch nice. Und dann gewinnen wir diesen Kampf. Aber es war ein anstrengender. Warte, was? Es hat die Verbrennung von alleine geheilt? Alter. Also, spätestens da hört es dann schon auf. Das ist nicht mehr feierlich. Dann, was sind das alles, Trainer? Geil. Jetzt kann er auch endlich mal Turtok regeln. Ja, es sieht so aus, als würden sie immer das Pokémon, was sie auf der Overworld spazieren führen, als erstes einsetzen. Alles klar. Klar, die hat jetzt wieder ein bisschen schwächere Pokémon als die Ast-Trainerin. Aber auch diese Kämpfe sind unterhaltsam. Und die Surfer-Animation finde ich geil. Das Turtok beschwört so eine riesen Welle hervor und dann springt es einfach so drüber in den Background, um nicht getroffen zu werden und der Gegner wird von der Welle begraben. Ist schon lustig. Na gut, Dutexo kann ich jetzt leider nicht einsetzen. Gehen wir mal zu Gengar. By the way, das Ultrigaria kann ich jetzt, wo es Gift-Heap hat, auch endlich zu Sazenia weiterentwickeln. Das wollt ihr doch auch alle, oder? Keine Sorge, machen wir gleich. Erstmal das Kämpfchen gewinnen. Spukball. Boah.
Nur die Hälfte? Ja, moin. Jetzt schlafe ich auch noch. Man wird schon rangenommen. Die KI ist nicht so dämlich. Gibt schon hin und wieder mal ein paar Schnitzer, aber die kämpfen schon nicht so dämlich. Ja, siehst du? Der wollte mich einschläfern und sich dann mit Egelsamen hochheilen. Das ist schon eine gute Taktik. Finde ich gut. So, und weil ich schon über Feedback aus der letzten Folge gesprochen habe, gehen wir noch kurz auf die PC-Sache ein. Viele wollten den PC und das Setup sehen. Und ja, das ist auch geplant. Der Grund, warum da noch nichts kam und auch die nächste Zeit nichts kommen wird, ist halt der, dass wir ja noch nicht fertig sind. Ne? Der Nerdy war halt nur 3 Tage da. Na, was heißt nur? Ist ja an sich genug, aber... Und dazu muss ich sagen, wir dachten auch, dass wir etwas schneller fertig werden mit der ganzen Geschichte und dann noch streamen oder seine News machen oder so. Nur dann kam es halt leider doch wieder anders, als man so geplant hat, ne? Wir mussten die vollen 3 Tage ausschöpfen. Vielleicht komme ich auch mal bei seinem Podcast vor, das müssen wir sehen. Jedenfalls, er kommt ja im Februar wieder, ne? Weil wir dann das Setup, also den Arbeitsplatz an sich, fertigstellen. Wir haben da jetzt das Nötigste gemacht, aber wir sind noch nicht fertig, da kommt noch mehr. Und ich will euch das natürlich auch erst zeigen, wenn es fertig ist. Ist, glaube ich, nachvollziehbar. Selbst der PC ist noch nicht fertig. Ich werde da noch ein paar Festplatten tauschen. Möchte da noch mindestens eine 2 Terabyte SSD reintun. Momentan habe ich zwar 2 1 Terabyte SSDs und eine 3 Terabyte, glaube ich, HDD. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, peinlicherweise. Wobei, warte, kann ich vielleicht parallel kurz gucken? greif mal an, währenddessen bitte. Nee, wird mir gerade nicht angezeigt. Na, ist auch egal. Jedenfalls, auch für die Aufnahmen möchte ich halt noch eine 2 Terabyte SSD. Und das ganze Steam-Zeugs soll dann auf die aktuelle. Also Aufnahmen und so sind sowieso schon auf der SSD, ne? Nur soll er noch ein bisschen größer sein. Die ganzen Dateien, gerade die 4K-Aufnahmen, das braucht halt schon ziemlich viel Speicherplatz. Und ich merke immer wieder, dass 1 Terabyte da zu wenig ist. Aber leider sind die SSDs halt recht teuer. Und der PC war so schon eine brutale Investition. Also unendliche Reserven an Geldscheinen habe ich dann auch nicht. Deswegen dauert das alles noch ein bisschen. Aber ja, grundsätzlich ist er so, wie er ist, fertig und performt auch mega geil. Geht dann nur noch um Verbesserungen des Arbeitsplatzes. Nehmen wir mal Schaufler raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe letztes Mal. Vor allem wird der Schreibtisch noch getauscht. Also das wird ein komplett anderer, weil der, den ich aktuell habe, das ist so ein Ramsch. Den habe ich mir damals bei meinem ersten Umzug vor Jahren, und wo ich natürlich auch am Anfang der Selbstständigkeit war, den habe ich mir für 150 Euro aus dem Müllmarkt gekrallt. Und es ist halt wirklich nur so ein richtig billiges Teil. Spanplatten-Gedöns. Und beim Umbau ist uns sogar die Eckkante, das ist so ein Eckschreibtisch, ist es eingebrochen, lol. Gut, ich habe mich da drauf gelehnt, aber normalerweise darf das nicht passieren. Möchte ich mal sagen. Ja, kann man auch froh sein, dass da nicht Schlimmeres passiert ist. Ne? Das hätte ganz schön schief gehen können. Ja, auf jeden Fall, da muss ein neuer her, das geht so nicht. Dann, eine Softbox hängt schon an der Wand. Bei der anderen haben wir es leider vergessen, noch einen zweiten Arm zu bestellen. Die steht noch auf dem Stativ, muss auch noch hoch. Dann überlege ich mir, wie ich das mit der Kamera mache. Weil da möchte ich eigentlich auch kein Stativ mehr für verwenden. Steht ja normalerweise hinter dem Monitor. Für Greenscreen-Aufnahmen.
Aber da möchte ich auch irgendwie so einen festen Platz oder was Mobiles haben. So ähnlich wie jetzt mit den Softboxen, so einen Arm, den man halt verstellen kann. Das wäre halt schon geil. Ja, und sonst so ein paar Verschönerungen. Controller an die Wand hängen, Konsolen irgendwie geiler in Szene setzen. Sowas halt. Ja, und wenn es fertig ist, dann zeige ich es euch. Wird zwar keine Room-Tour, ach scheiße, aber die Arbeitsecke, die zeige ich euch, wenn es soweit ist. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Relaxo abkratzt. Damn it! Ja, aber ich war jetzt auch gerade zu faul, um ins Pokémon Center zurückzurennen. Muss ich aber machen. Allein schon, weil wir keine Heil-Items mehr haben, muss ich zurück in die City und mir was kaufen. Ja, blöd gelaufen. Jetzt kill mir nicht auch noch mein Glurak. Irgendwann ist gut. Ja, habe ich ihn zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Selber schuld. Na gut. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, das wäre erledigt. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so für tolle Pokémon fangen können. Ich hoffe, Dodu und Dodri befinden sich auch hier im hohen Gras. Aber als erstes finde ich 5 silberne Sanana-Beeren in einem Ball. Okay. Und nur so ein langweiliges Taubsi, aber... What? Was? Erst Dodri und dann spawnt da auch noch ein Galoppe? Ja moin. Alter, wie geil. Komm, die gönnen wir uns. Beide am besten. Gib ihm! Perfekter erster Wurf im Hyperball. Aber, ja. Der Kreis ist immer noch sehr, sehr rot. Vielleicht probieren wir mal den Premierball aus. Den hatten wir noch nie. Und geben dem Teil mal eine Nanabeere. Schön ruhig bleiben. Ich mag zwar die Position nicht, auf der du dich gerade befindest. Und der Ball ist mit dem Premierball, der Kreis ist mit dem Premierball auch übelst rot. Aber es kann natürlich trotzdem hinhauen. Und das tut es sogar. Seht ihr, wie lächerlich das manchmal ist mit dem Fangsystem? Aber gut, das war es schon immer. Man kann natürlich Glück haben. Und das hatten wir in der Situation. Definitiv. Findest du ein bisschen witzig, dass wir jetzt zweimal Dodri angetroffen haben, aber noch nie Dodu. Ja gut. Aber die müsste es auf der Route dann auch noch geben. Was viel wichtiger ist, wir müssen dieses Galopper fangen. Wie nice. So, und da werde ich auch keine Diskussionen führen. Das kriegt sofort eine silberne Himbeere. Und dann werfen wir einen Hyperball mit hoffentlich hoher Erfolgsquote. Boah, und trotz silberner Beere ist der Kreis gelb. Scheiße. Es war zwar mittig, aber der Kreis war schon wieder auf dem Maximum. Dammit. Das ist natürlich nicht gut. Ja, spring wieder her. Lüll. Völlig verzogen. Aber der sitzt. Komm. Galoppa ist so ein geiles Pokémon. Es ist zwar nicht wirklich stark, aber vom Aussehen feiere ich das mega. Shiny Ponita, also die Vorentwicklung, ist auch eines der schönsten Shinies, wie ich finde. Es hat dann so blaues Feuer. Muss ich auf jeden Fall haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf Galoppa in diesem Spiel reiten kann. Worauf ich natürlich mega scharf bin. Aber es flüchtet! Oder? Noch nicht, aber es hat so den Anschein. Ah, das war nicht gut genug geworfen. Gibt's doch nicht, dass ich zweimal die Beere verwende und es nicht reicht. Und dann mit einem Random-Wurf, der absolut scheiße war, bleibt's drin. Alles klar. Ich verstehe, Spiel. So lame. Aber ja. Wir haben's. Und unsere neuen Fänge, die werde ich euch... Ponita, Ponita! Unsere neuen Fänge, die werde ich euch natürlich in den nächsten Folgen präsentieren, ist ja klar. Aber jetzt geben wir uns erst einmal mit unseren aktuellen Pokémon zufrieden und mit dem Satzenia, welches wir gleich bewundern dürfen. Mit dem ich hier
weiterhin spazieren gehen werde. Okay. Die Punita-Evolutionsreihe befindet sich hiermit in unserem Besitz. Fehlt eigentlich nur noch Dodo, dann haben wir die andere Geschichte abgehakt. Aber vielleicht gibt es ja hier noch was anderes Tolles. Bin aber natürlich schon mit den aktuellen Fängen mehr als zufrieden. So, jetzt Entwicklungstime. Nanu, Lauch entwickelt sich. Und es wird zu dicke Lippen. Einige wollten auch, dass ich es James nenne, das Satzenia. Weil es ja im Anime häufig Stress mit James hatte von Team Rocket. Es hat immer versucht, ihn zu fressen. Hat mich mit der Zeit auch ein bisschen aufgeregt, dieser Running Gag, aber ja, was soll's. Es lockt Beute mit einem Duft an, der an Honig erinnert. Was in sein Maul gelangt, wird samt Knochen binnen eines Tages zersetzt. Ja. Also lieber nicht da reinkriechen, liebe Kinder. Ist nicht die beste Idee. Boah, wie riesig. Und da kommt gleich noch ein Galopper. Aber man darf auch nicht vergessen, ich habe natürlich den Lockduft an. Was war das? Okay, ein gebufftes Punita. Da vorne ist ein Dodo. Dodo, 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 bleib stehen. Bleib stehen, wo willst du denn hin? Bleib doch bitte stehen. Ich renne dem da hinterher, als wenn er irgendwie unterwegs wäre nach Asien. Krass. Hier. Sananabeere. Nam, nam, nam. Das schmeckt lecker. Mein Ball ist aber auch ganz toll, glaub mir. Sehr geräumig. Ne, bist du anderer Meinung? Ist aber schade. Mensch, wieso treffe ich denn die Mitte nicht? Mir kommt es aber manchmal echt random vor. Also ich mag zwar das Fangsystem an sich, es ist mal was anderes, es ist fresh, aber diese Bewegungssteuerung, boah. Nee, bitte nicht nochmal. Vor allem, weil sie halt auch absolut unnötig ist. Wenn man das Spiel im Handheld-Mode zockt, dann geht es ohne Probleme mit Gyrosensor und A. Ne? Ist halt nur, damit man wieder sagen kann, dass wir ein Gimmick eingebaut haben, aber es ist unnötig und regt mich auf mittlerweile. Route 17. Verbinde Prismana City mit Fuchsana City. Mhm. Hier vorne haben wir einen Brutalo. Also im Sinne von starker Trainer. Acromen habe ich auch wieder am Start. Ich denke, den fordern wir hinaus. Auf dem Pokémon-Weg kann man sich echt gut entspannen. Was? Oh, entschuldige, ich bin wohl weggedöst. Ich bin Trainer-Coach. Willst du etwa gegen mich kämpfen? Klar, Mann. Na schön, dann mal los. Kämpfe gegen die Trainer-Coaches sind immer ein Highlight. Zum einen sind sie stark, zum anderen bekommt man eine TM. Ich freue mich. Dass er jetzt allerdings ein Vogel-Pokémon einwechselt, während ich ein Kampf-Pokémon vorne habe, ist mal wieder typisch für diese Folge. Irgendwie immer sehr unglücklich. Mann. Haben wir eine Elektroattacke? Nee, oder? Doch, du kannst Donnerblitz, stimmt. Aber Gengar einzuwechseln ist halt auch immer so eine Sache. Wie man sieht. Das ist halt meistens Two-Hit-KO. Also du musst den jetzt killen. What the fuck? Das Ibitak ist schneller als das Gengar? Okay. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Aber gut. Die Pokémon der Trainer-Coaches haben heftige Werte. Daran wird's liegen. Wahrscheinlich ist das Ibitak übelst auf Init getrimmt. Weil das outspeedet hier so gut wie jeden. Nee, jeden. Da ziehen wir auf jeden Fall den Kürzeren.
Und der hat noch zwei weitere Pokémon, also... Ja, ich glaube, das wird unangenehm. Wobei er jetzt auch keine Brutalos einwechselt, ne? Ibitak Bibor, das ist eigentlich Laufkundschaft. Aber die Viecher von dem sind so gebufft, dass du denkst, du kämpfst gegen den Dragoran. So, jetzt aber. Glurak gegen Bibor, das ist doch eine eindeutige Sache. Flügelschlag! Ja, okay, da dürfte jetzt nichts anbrennen. Außer, dass wir vergiftet werden, natürlich. Mann! Hä, hey, macht das jetzt jedes Mal Schaden oder was? Nee, doch nicht, okay. Also nach jeder Runde, ist klar, aber ich dachte nach jedem Stachel. Kam nur so rüber. Jetzt kommt wahrscheinlich noch irgendwas Brutales, richtig? Komm, bitte lass es etwas sein, womit Satzenia fertig werden kann. Ich will den jetzt auch mal einsetzen. Protzer! Ja, Protzer ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich denke, dann nehme ich die Stärke wieder raus. Protzer passt halt auch super gut zu Machomai. Ich habe das Gefühl, die Attacke ist extra für S erfunden worden. Sandama, ja, perfekt. Mein Wunsch wurde erhört. Heißt jetzt nicht, dass es leicht wird, aber... Schaut schon mal gut aus und wir dürfen Satzenia im Kampf betrachten. By the way, muss ich die ganze Zeit kleines Gelächter unterdrücken, weil der Typ doch ein ernstes Douglas heißt. Wie diese eine Marke, ihr wisst schon. Damit zieht sich's halt weiterhin durch, dass die Namen der Trainer-Coaches irgendwie meistens eine seltsame Anspielung haben. Ich denke zwar, es ist Zufall, aber dennoch. Oh, hat das einen Spaß gemacht. Hier, damit kannst du bestimmt was anfangen. Irgendwie habe ich den Eindruck, man bekommt die TM Gainer. Nee, Schlagbohrer. In TM 58 steckt die Attacke Schlagbohrer. Das ist eine bohrende Attacke mit hoher Volltrefferquote. Ja, du hast mich auch ohne Volltreffer durchbohrt. Oder? Hat er dir irgendwann einen Volltreffer? Wenn, habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich habe auch so gelitten. Brauchen wir doch tatsächlich mal einen Beleber. Armes Gengar. So, nun darf es aber wieder mitmischen. Echt krass. Aber ich finde es schön, dass wir underleveled sind. Ich finde es wirklich schön. Knöpfen wir uns als nächstes den Typen davor? Ah, endlich mal ein Punker. Schöne Erinnerung an die alten Zeiten. So muss das. Sei ein Rebell! Gegen was? Kommt immer drauf an, gegen was? Gegen rechts? Ja. Aber... Ja, wie gesagt, kommt drauf an. Kommt drauf an, was du meinst. Können wir ja gleich drüber reden. Donnerblitz! Erstmal schaue ich, dass er nichts machen kann. Weil Kampf gegen Geist ist immer ein bisschen witzig. Ja, siehst du? Hat er die Hosen voll und haut ab. Okay, ein Georock. Kein schlechter Zug. Aber auch wir wechseln. Zu Satzenia. Ich weiß noch, die Stimme von den Satzenia war auch immer so geil. Satzenia, Satzenia. Dann sind wir den James gefressen. Dabei ist an dem ja gar nichts dran. Aber an dem Georock, saug es aus! Ah, lecker! Tja, hat dir der Wechsel also letztlich doch nichts gebracht, hä?
Da kommt das Rasaf auch schon wieder. Und dann rüber zu Glurak. Ach fuck, ich muss das Tazinia noch umbenennen. Muss ich unbedingt machen nach dem Kampf. Ich habe den Namen schon angekündigt, dicke Lippen. An was das angespielt ist, kommt da bitte selbst drauf. Muss jetzt nicht sein, das noch zu erwähnen. Aber habe ich tatsächlich auch aus den Kommentaren. Bin jetzt nicht selbst drauf gekommen auf den Shit. Irgendwie schade, dass es jetzt nicht mehr Lauch heißt. Das war auch immer ganz witzig. Aber passt halt nicht mehr. Boah, passt es überhaupt rein? Das habe ich halt gar nicht bedacht, ne? Lass mal lieber ohne Leerzeichen machen. Findest sowieso so lächerlich. Du hast da so viel Platz, kannst trotzdem kaum Zeichen verwenden. 12 ist Maximum. 12. Alles klar. Warum machen sie dann so einen dicken Strich dahin? Das verstehe ich nicht. Boah, du findest ja wirklich in jedem Gebüsch Beeren. Wie nice. Einige meinten auch, die würden nach einer Zeit respawnen. Das wäre natürlich mega, ne? Das wäre natürlich wirklich mega. Oh, hier ist niemand? Na gut, wenn man keinen Bock auf Kämpfe hat, dann hier entlang. Na, erscheint noch was Krasses? Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was hier vielleicht noch spawnen könnte. Wir haben ja schon das Geilste gesehen. Tipps für Trainer: Wenn du zwei Pokémon derselben Art mit identischem Level fängst, unterscheiden sie sich immer geringfügig in ihrem Potenzial. Wenn du sie fleißig trainierst, werden diese Unterschiede immer deutlicher. Ist auch so eine Sache, die man durchaus früher hätte erwähnen können. Ich find's voll nice, dass sie da so Windräder eingebaut haben und die auch leuchten, Quatsch, dass die einen Schatten werfen. Das sieht echt gut aus. Hier, feier ich. Danke für die Superbälle, aber Hyperbälle wären mir lieber gewesen. Ponita spawnt hier aber übelst häufig, ne? Ich glaube, das kann man hier richtig chillig als Shiny bekommen. Aber natürlich will bei mir wieder nichts auftauchen. Das ist so traurig. Aber wenn wir im normalen Spielverlauf kein Shiny antreffen, dann machen wir auf jeden Fall noch Shiny Hunts. Bei dem einen oder anderen Pokémon. Das steht mal fest. Und wir holen uns auch den Chiller-Pin. Dafür müssen wir halt den Kanto-Dex vervollständigen, aber das werden wir wohl hinkriegen. Alles, was wir im Spiel nicht bekommen, das versuche ich dann über Pokémon Go in den Go-Park zu tauschen. Aber an sich sollte das bis... Oh fuck, warum kann der... Ja gut, das Eisstrahl ist jetzt schon ein bisschen naheliegend gewesen. Verdammt! An sich sollte man die meisten Pokémon aber auf jeden Fall bekommen können. Und den Rest gibt es ja dann in Pokémon Let's Go Pikachu. Wir kriegen die Viecher schon zusammen. Böses Shillock, böses Shillock. Das arme Satsinia, Mann. Aber ich bin auch blöd, warum habe ich mich nicht geheilt? Knogger. Da brauchen wir ja eins. Für den Alola-Tausch. Ich glaube, ich muss mich mal drum kümmern, dass sich Dragosso weiterentwickelt. Weil wo willst du Knogger noch wild fangen? Vielleicht in der Azuria-Höhle, aber... Ja, das ist unsere letzte Anlaufstelle. Verflixt! Weil auch Alola Knogger finde ich eigentlich mega cool. Das würde ich auch super gerne mal im Team haben. Kann ja alles noch werden. Jetzt haben wir zwar diesen Gehweg nicht geschafft.
Aber wir werden ihn auf jeden Fall in der nächsten Folge komplettieren. Und uns dann in Prismania City Fliegen holen. Ich habe schon gehört, das hätte man sich wohl vor der Spielhalle holen können. Okay. Ich dachte eigentlich, wir hätten mit jedem in Prismania gesprochen. Entweder habe ich da jemanden übersehen oder die oder derjenige taucht erst auf, nachdem man das Rocket-Versteck geschafft hat. Oh nein, bitte nicht der nächste. Ja, bringt nichts. Vergiftung killt es. Ach, fuck. Jetzt werden wir aber richtig zerstört. Wir haben aber leider auch die falschen Pokémon für diese Route dabei gehabt. Konnte man halt nur nicht wissen. Was ein Scheiß. Ja, wie auch immer. Fliegen konnte man eigentlich in Originaleditionen woanders bekommen. Deswegen bin ich da nicht auf die Idee gekommen, danach zu suchen. Wieso, weshalb, warum, werde ich euch in der nächsten Folge erklären. Was? Jetzt stirb doch bitte einfach, du Nervensäge, du Elendige. Ja, das ist alles nur Müll. Okay, irgendwie durchgewurschtelt, aber souverän war das heute nicht. Viel zu häufig auf die Mütze bekommen und so viele Tote wie noch nie. Aber hey, das Spiel ist einfach.